Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Morgen jetzt eigentlich oder übermorgen? Samstag hat der Rest, glaube ich, gesagt, ja. Samstag hat der Rest gesagt. Magst du Marzipan? Marzipan mag ich nicht. Schau, ja, schön süßes Foto, Video gerade angezeigt bekommen. Oh, aber ist schon süß. Ist mega süß, ja. Hast du gesehen, man macht sie immer mit den Pfoten und dann macht sie Pfote. Coca-Cola. Ja, aber. Was machen wir jetzt? Tiefer, tiefer, tiefer. That's what she said. Ja, aber ich habe übel viele Frames verloren. Wann haben wir so viele Frames verloren? Habe ich auch nicht mitbekommen. Aber so viele sind das nicht. Naja, dafür, dass ihr es gar nicht mitgekriegt habt, sind 3200 Frames schon sehr viel. ja, aber ich habe... Ich habe... Hä? Wo hast du mir das... Hä? In WhatsApp. Ah, hier. Boah, das wird schwer. Wir fahren jetzt erstmal... Ich weiß nicht mehr, nach was hat denn der Rest gestern gerufen? Weißt du das noch? Mm-mm. Er steht nicht, was es ist, steht nur, dass da was ist. Vielleicht ist es dieser Nahrungsbehälter. Den brauchen wir aber jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ach, scheißegal. Beete sind in der... Ne, die Beete. In der Nebelwolke hinter der Aurora. Das haben wir. Dann schwimmen wir jetzt erstmal zur... Hier wieder hin. Und dann... Nord, Ost, Ost. Richtung Pilzwald und dann weiter in das neue Biom, an dem einen Wrack vorbei und weiter östlich. Ich weiß gar nicht, wo wir tiefer sollen. Aber wahrscheinlich da, wo ich meine Base habe, irgendwo in der Nähe, oder? Winnie Fu Augenstängel. So, war kurz mit meiner Mom am Talken, hab nur so halb alles mitbekommen, ist nichts passiert. Alles gut. Du musst die PDA-Einträge lesen. Alter, das sind 96. Da lese ich lieber die Farm der Tiere, muss ich sagen. Grass, was, also. Wärst du lieber ein Ritter im Mittelalter oder ein Pirat im 17., 18. Jahrhundert, also im Piratenzeitalter? Ritter. Okay. Nur die aus der Kanone. Die Kanone? Achso. Ich wäre gerne Sultan. Ich wäre gerne Sultan mit Harem. Kann ich nachempfinden. Schlusswaffen sind in meiner Opinion mega wack und richtiger Bullshit. Das stimmt, aber ich finde die Karibik voll geil. Da steht was von der Forschungseinrichtung. Okay, gut. Gucke ich dann gleich mal. Dankeschön. Die PDA-Einträge aus der Kanone. Ach, scheiß drauf, mache ich jetzt. Nur Finn. Fremdartiges Gewehr. Weltenvernichter.
Schema der Vollstreckungsplattform, Baumaterial, Energie, Grundriss, Steuerung. Biologische Geschichte der Fremden. Da steht was von der Forschungseinrichtung. Je nachdem, wie selbstbewusst die Mädels sind, kann das auch gut nach hinten losgehen, das stimmt. Diese Konsole enthält Daten, die die gesamte biologische Geschichte eines der Fremden abbildet. Daten sind sehr komplex, aber grundlegende Fakten können rekonstruiert werden. Daten aus Scans, Ventilationsöffnung, fremder Bogen. Das ist der Teleport, Ionenwürfel, violette Tafel, Kraftfeldsteuerungskonsole, öffentliche Dokumente, das ist die Chart, was ist das? Charter, Transstaaten, jeder Transstaat soll gleichermaßen das Recht auf den Umfang der Grundfreiheit haben. Das auch nicht. Überlebende der Aurora, Überlebende der Gassi. Altera Such- und Rettungsmission. Kein Bock auf Skavut oder so. Lieber etwas, wo man richtige körperliche Skills braucht, anstatt in der Sonne und auf dem Meer zu verrotten, nur um abgeknallt zu werden. Außer, of course, Piraterie ohne Schusswaffen und Kanonen. Das wäre noch geiler. Mann, ich mix die ganze Zeit englische und deutsche Schreibweise. Kanonen. Ist doch egal. Es geht ja nur darum zu lesen, was du sagst. Wir verstehen dich doch. Korallen. Ja, aber wo ist das? Ausrüstung, Basisinstallation, Energie. Codes und Hinweise vielleicht. Das sind Rettungskapsel 4, 6 und 7. Oh. Habe ich die? 3, 12. Nö, habe ich nicht. Wo sind Rettungskapsel 4, 6 und 7? Ah, das ist die, in der ich gesessen bin. Oder was? Von der Rettungskapsel wurde ein Sonntag empfangen, aber die bla bla bla. Auftriebskörper aktiviert, Kapsel auf Meereshöhe geortet, Kapsel befindet sich in unmittelbarer Nähe des radioaktiven Niederschlags auf der Aurora. Wie sieht's bei dir aus, Maxi? Knight in Shining Armor oder Pirate on a Peg Leg? Pirate. Ich sag dir warum, Rest, ich sag dir warum. weil ich denke mir so, erstmal, du bist schon in der Karibik, also richtig geiles Leben. Dann bist du niemanden untergestellt, quasi niemanden untergestellt, weil du kannst einfach jetzt zwei Schlachten von der Marine, ne, diese Handelsschiffe, einfach sagen, okay, jetzt plündern wir die einfach. Das meiste ist total easy, so, du gehst darüber, ne, plünderst es und dann hast du das zweimal gemacht und du hast, wenn du gut da drin warst, sogar ausgesorgt. I mean, und dann machst du ein chilliges Leben auf der Karibik und kannst dein eigenes Leben komplett... Und wir wissen ja, wie man Skorbut heilt. Genau. Komplett selbst bestimmen. Und ich finde, das ist mega nice. Du kannst dir da einfach dein eigenes Schiff holen und musst dann kein Piratenleben mehr machen, sondern du kannst einfach richtig geil leben. Und klar, du hast als Ritter natürlich auch ein relativ gutes Leben, aber du musst erstmal wahrscheinlich mehrere Schlachten kämpfen, das ist ja sowieso so eine Sache. Und dann gibt es auch im Mittelalter, ich meine, guck mal, das war Mitte 17. Bis Mitte 18. Jahrhundert ungefähr, war jetzt so das Piratenleben. So, das ist so am Hoch, ne? So. Und da gab es ja schon ganz andere, ja, wie sagt man das, Fortschritte, als wenn du im Mittelalter chillst. Weißt du? Hallo Regine, schön, dass du da bist. Ja, das ist ja eine veraltete Ansicht an Piraten. Heutzutage sind die Piraten abgefuckte Somalier, die Fischerboote ausrauben. Ja, ja, es geht ja um die Zeit von damals auch. Also ich habe extra gesagt, im Piratenzeitalter. Wärmekraftwerk. Tiefe ist sehr tief, innerhalb einer ausgedehnten natürlichen... Doc würde auch im Kriegspiraten leben. Ja, voll. Auch das ist hart romantisiert. Ich mag das Mittelalter auch einfach grundsätzlich nicht. Ich finde das Mittelalter auch voll scheiße.
Das ist halt auch so das nächste Problem. Und es ist halt schon ein Unterschied, ob du halt, wie schon gesagt, in dem Zeitalter chillst oder schon ein paar hundert Jahre davor. Das macht einen Unterschied, Leute. Das macht einen Unterschied. Und dann würde ich halt das eher. Für mich würde ich halt das wählen. Weil du hast ja auch schon eine viel coolere, mal abgesehen von der ganzen Medizin und vom ganzen Fortschritt, hast du ja auch eine viel coolere, viel cooleres Setting, meiner Meinung nach. Was du daraus machst, ist natürlich dann eine andere Sache. Genau, das war der Plan dann. Aber jetzt gehe ich kurz nach Nord, Ost, nach hier. Ja, aber wenn du Hexenbrenner abmurkst, dann wirst du ja wahrscheinlich als Hexe bezeichnet und direkt am Scheiterhaufen verbrannt. Nee, Hexenverbrenner. Er wird dann, ja, das kann halt passieren, aber das ist, ich dachte, wir reden nicht über Bruno. Was? Echt, das kennst du nicht? Nee. Hat sie gerade gesagt, die fucks my brain? Ach so, nee, hat sie nicht. Okay. Krass, nee, kannte ich nicht. Nie gesehen, diese Sache. So, ja, wie geht's dir, Regine? Wie war dein Tag? Bestes Disney-Lied der letzten 10 Jahre. Ja, klang ganz gut. Kenne den Zusammenhang nicht. Vielleicht müsste ich den Encanto mal gucken. Hey, hier liegt so viel Stuff rum, ne? Ja, ist Donnerstag. Okay. Das war zu slow, das war zu slow, das war zu. Fuck you! Ja, das hat aber auch gutes Zeug. Aber ja, Star Wars ist schon scheiße. Also die neuen. Wird nur immer seltener, ja. Das stimmt. Mal gucken, wie der neue Deadpool wird. Wonach suchst du? Ich fahre dahin, wo der Raz mir gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, was das da war, aber irgendwas hatte ich gefragt und der Raz hat das extra gegoogelt und dann hat er mir was geschrieben und ich soll nach Nordost. Ost. Hier soll ich lang. Also wird hier irgendwas sein. Ich weiß es noch nicht mehr. Encanto haben wir noch nicht geguckt, aber Soul war auch ganz gut. Das war auch einer von den neueren. Dann finde ich Alles steht Kopf, finde ich auch super. Fischzucht, genau. Dieses Nahrungsding war das. Danke, Raz. Gucken, ob ich das irgendwo finde.
wobei ich jetzt eigentlich Pflanzen habe. Ist eigentlich nicht mehr nötig. Ja, aber alles steht Kopf, fand ich auch gut. Das war doch auch Disney, oder? Oder Maxi? Ich glaube schon. Was machst du denn? Nix. Fernseher geht aus. Es ist auch krass, wäre Maxi, wenn wir zusammen Terraria spielen könnten. Ja, haben wir ja auf 100%. Ja. Naja, sei vorsichtig, den Tod überlebe nur ich. Welchen Tod? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Welcome aboard, Captain. Mal raus für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Danke, dass du da warst, Maddie. Danke, dass du da warst. Schönen Abend dir. Tschüss, Maddie. Vital signs stabilizing. Achso. Die große Der große Geisterhafte, der kommt, wenn du eine Klippe runtertauchst, auf der die Aurora liegt. Achso. Ich werde das gar nicht, also ich werde nicht da runtertauchen. Season 3 Trailer ist draußen. Fett. Was ist das? Zeitkapsel öffnen. Food. One Punch Man war schon langsam so lange her, die zweite Staffel, ne? Ja. Viel zu lang. Nee, ich glaube, wir bewegen uns jetzt wieder nach Hause, weil ich gab's einen netten Spieler. Das zweite war auch nicht so gut. Schlecht fand ich sie nicht, aber stimmt, die erste Staffel war auf jeden Fall besser. Was ist das für eine Soße, Regine? Ach, die Zeitkapseln sind spielergenerierte. Ja, komm her. Okay, zu spät. Ich muss mal warten, bis er mich beißt. Lecker. Nudelsauce. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Ach, das ist die Aurora. Das ist die Aurora. Ja, ja, fuck you. Habe ich jetzt kurz Zeit, meine Makishi 3 zu reparieren? Da hinten. Ne, wir packen es jetzt wieder nach Hause. Und gucken uns dann da mal ein bisschen um, weil ich weiß, dass da auf jeden Fall irgendwo eine Höhle sein muss.